Topfgucker TV empfiehlt. Hallo, heute zeige ich Ihnen meinen gesunden Sonnenblumenkern aus dem Steinbackofen. Mein Name ist Alexander Borige und ich bin auf den Dresdner Wochenmärkten mit meiner mobilen Backstube unterwegs. Der Vorteil von den gesunden Keksen ist, dass man die ganz einfach herstellen kann. Jetzt kann jeder zu Hause nachbacken. Man braucht keine besonderen Vorkenntnisse dazu. Ich habe hier schon vorbereitet in meiner Schüssel 500 Gramm Sonnenblumenkerne. Habe hier dazu vorbereitet 200 Gramm Rohrzucker. Die tue ich einfach dazugeben zu diesen Sonnenblumenkernen. Und nehme zwei Eier. Schlage die auf und tue die ebenfalls dazugeben. Jetzt nehme ich bloß noch einen Löffel und tue das Ganze miteinander vermengen. Es ist ein sehr trockener Teig, der weder unter Verwendung von Hefe noch Backpulver hergestellt wird. Das heißt, es sind keine Gärzeiten, keine Wartezeiten notwendig. Einfach zusammenrühren, aufs Backblech tun und in den Ofen schieben. Ich schlage vor immer eine Größe von einem Esslöffel. Das ist so ein schönes Maß, dass man einen schönen Keks dann hinterher hat zum Essen. Nach dem Auflegen der Masse forme ich die Sonnenblumenkernkekse noch ein kleines bisschen und kann die dann auch gleich sofort in den Backofen schieben. Wichtig ist unbedingt ein Backpapier drunter legen, sonst bekommt man das hinterher nicht mehr wieder sauber. Die sollten nicht so hoch sein, schön gleichmäßig rund formen, sodass sie dann auch hübsch aussehen. Jetzt sind unsere Kekse soweit, unser Backofen ist soweit und ich kann sie in den Ofen reinschieben. Jetzt bleiben sie bei 200 Grad, ca. 20 Minuten im Ofen. So sehen sie aus. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Nachbacken. Guten Appetit. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Danke für Ihr Zuschauen. Bis bald, Alexander Borige. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.